Guck mal hier lang. Ist aber zu. Toll. Ja, hier geht's da hin. Löse kalt die Falle aus. Boah, wieder! Ich wusste doch, ich hab's doch gewusst. Okay, aber ich muss das auf jeden Fall machen, ansonsten. So, jetzt mal Fersengeld, Junge. Wo auch immer hin. Oh. Ostwald. Ja, als wenn ich ihn jetzt wegrennen könnte. Oh nein, Sackgasse, Alter, nein. Scheiße. Oh, komm ich noch auf der Kelle gehen jetzt hier. Muss man jetzt wegschießen? Ah, okay, gut. Er hat jetzt seine Schwachstellen hat er jetzt abgesichert. Der Typ. Das ist schlecht. Da oben ist, was ist da, ist noch ein Zelt dran. Haut ab. Sieht so aus. Das war eine Nummer. Okay, krass. So, okay, gehen wir mal ganz kurz da hinten hin. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hinterher geschissen hier. Weil da war noch ein Zettel und diese komischen Puppen an die Bahn. So viel dazu. Ding sieht ja komisch aus. Green Blood. Oh, irgendwas ist hier. Da vorne scheinbar. So, denke noch mitnehmen. Oh, nein. Kann ich bloß von der anderen Seite aufmachen. Aber warum ist denn der jetzt hier so ausgeschlagen gerade? Nein, echt jetzt, Alter. Sackgasse? Bitte nicht, Alter.
Slow. Proceed with caution. Oh fuck. Oh fuck. Renn auf die gute Alte. Oh, zu nah dran. Nein, Alter! What? Alter, was ist los? Haben die gerade jetzt wirklich gerade eine Bombe gedroppt oder was? Mann! Ey, geh hier noch am Stock. Sag mal. So, können wir hier. Oh Gott. Oh, ist aber aufregend. Ja, jetzt war ich gerade ziemlich festgekeilt und wir sind nicht mehr rausgekommen. Und einen leichten Anflug von Panik bekommen. So, Church of Terror hier. Die Gesegnete. Wunderbar. Ach du Scheiße. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Leben auf Pimpin hier. Wunderbar. Na gut. Dann gehen wir doch mal in die Kirche rein. Was finden? Das sieht nicht so aus. Nee, leider nicht. Schade. Oh, hier hinten nochmal. Hier war ein schönes Versteck. Nichte. Nichte. Oh, hier noch. Bisschen Moon. Let's get inside. Okay. Nebel. Wieder, Junge. Aha, aha, aha. Ja, das ist halt echt krass, ne? Sie nimmt halt. Psst, Pater Quill ist so faul. Jede Wette dieses Jahr versteckt er alle Lebensmittel für den Unterricht wieder, wie immer, in der dunkelsten Stellen. Richte an deinen kleinen Bruder bitte aus, wenn er dieses Jahr wieder die Schatzsuche gewinnt. Tritt ihm meine Schwester in den Hintern. Ich habe gehört, wie sie beim Duschen ihre Siegesrede geübt hat. Sie glaubt so fest daran. Weh. Darkness. Ja, komm mal hier. Oh, ja.
So? Wunderbar. Nein. Dann steigen wir mal herab in die Katakombe. Ach du Scheiße. Ich glaube, es mir nicht mehr. Okay. Oh, na toll, Alter. Was? Okay, und wieder da. Du? Mann. Ah, der nächste Ding war toll. Schön. Na, wundervoll. Na, schön verbuddelt. Wunderbar. Lehrplan für diese Woche. Pater Krill. Der historische Bezug zwischen griechischer Mythologie, Astrologie und modernen jüdisch-christlichen Praktiken und Glaubensrichtungen für alle Altersgruppen. Schwerpunkt. Antikes Griechenland. Mythen und Moralvorstellungen. Was können wir aus den Geschichten von Medusa, Ikarus, dem Minotaurus und dem Zyklopen lernen? Einschließlich einer lustigen Medaillenschatzsuche für Kinder. Rundgang durch den Turm. Nee, der Jungs, die Freischaltung erfolgt euch. Oh, das ist wirklich nicht gut, oder? Ich werde mal lauter. Sind Sterne, Löcher im Himmelsboden, Abstinenz. Liebe den Herrn mehr als sich selbst. Oh. Wie viel habe ich denn jetzt? Something should fit in here. So. Die folgen mir auch noch, wa? Ach du Scheiße. Tablette. Oh, ist das eklig. Um auf mir nachzulaufen. Oh, hier ist noch was. So, holt mir gleich nochmal neue. Zack. Da haben wir nochmal 4. It's blocked from the other side. Kostet mich mal Leben, ne? Der Kontakt mit ihnen. Taurus. Nein. Zyklop. Ah! So. Wunderbar. Oh, okay, alles klar. Wir wechseln jetzt wieder in den Sternsucher-Modus. Okay. So, wo ist der Button? 4, 1, 5. Also, warte mal. Hier ist jetzt 2, 3, 7. Hier oben ist die 1. 5, 9, 7, 5, 0. Code Nummer 4, Nummer 3, oder Codezahl Nummer 3 ist die 4. Das ist leicht widersprüchlich. Also, komisch klingt.
I need more of this. I need more of this. Aha. Ach, jetzt komme ich auf den Friedhof. Na bitte, na toll. Wer wollte denn mal nicht auf den Friedhof? Jetzt ist andere Seite. Noch mehr Friedhof. Oh shit. Okay, gehen wir mal erstmal hier runter. Hm. Nicht so schön. So, sehen wir uns doch mal hier ein bisschen um. Ey, bitte lass da jetzt nicht hin, Zombies oder irgendwas kommen. Jetzt rauslassen. Das ist komisch, dass ich immer so eine leichte glitche Optik habe. Ja, wenn man dazu seht, so die Interferenzstreifen. Das ist echt interessant. So, sehen wir uns. Was? Okay, gut, wir haben irgendwo ein Signal. What? Schallplatte Rosemary. Eine blaue Schallplatte. Krass. Nein, Alter, nein. Die haben die hier verscharrt. Oh, krass. Haben die die getötet? Haben die getötet? Echt? Das war doch die leitende Wissenschaftlerin hier. Wahnsinn, da magst du recht haben. So. Oh, hier noch ein bisschen Nebel. Nicht? Leichter Abpraller. I'll come back for this if I need it. Ah, warte mal. Kann ich die damit aktivieren? Ja, geht auch. Okay, cool. Kann nicht machen. Zerstört den Nebel. Das ist cool. Das ist doch cool. Oh, komme ich den Nebel hier nicht durch? Hinten. Also, das Ding ist schon wirklich echt ein geiles Gimmick hier irgendwie, ne? Du kannst die Feinde damit töten irgendwie, du kannst durch den Nebel durchwummen. Das ist schon cool. Zuff, zuff. Was das wohl noch kann? Zuff, zuff.
Und ach, schau mal an, irgendwie, sie kamen gerade. Mal vorhin vielleicht auch schon kurz gesehen. Dieser, ich nenne es jetzt mal dieser Engel. Wahrscheinlich ist es so die Rosemary irgendwie. Kommt ihr über diese Radiowellen durch Agent Orange, Agent Rainbow mit uns hier in Kontakt. Und wenn sie geht, hinterlässt sie quasi diesen schwarzen Nebel. Heißt also, die ganzen Punkte, wo wir den Nebel weggemacht haben, war sie vorhin da schon? So, okay, ich gehe nochmal ganz kurz hier auf die Scherbe. Habe ich hier irgendwas? Okay, was ist halt drin? Ansonsten leuchtet natürlich alles blau. Okay, drin gibt es halt noch eine Menge. Tja, und direkt widerlegt die These. Verschwunden und nicht da gelassen. Ja, ist das jetzt hier euer Ernst? Geht's hier wirklich na aus? Drin. Chit. Und ich bin auch da reingesprungen und das war kacke. Da müsst ihr mal dran. I'll come back for this if I need it. So, das ist natürlich fies, wenn die so plötzlich und etwas unerwartet erscheinen. So, ein Tablettchen haben wir hier. Aus der Seeche da raus. So vor sich hin. So, irgendwann muss man auch einfach mal die Sau mit ein bisschen Schrotmunition rauslassen hier. Kann ja nicht immer der leichte Weg gehen. So. Ein bisschen Spaß haben. So, was haben wir da? Ist der jetzt überhaupt durch? Nein! Such und finde Sicherung in der Gruft 9. Oh, nö. Was? 9 Stück? Echt jetzt?
Oh, ja, keine Zeit. Oh, cool. Dankeschön. Das war schön. Jetzt die Entwickler haben bestimmt gewusst, dass man... Oh, nö, die Penner, warum? So eine Scheiße. Ja, so kann man halt schön mit Erwartungshaltung spielen, ne? Großartig. Schön. Gerade noch nicht verflucht. Schon wieder gefeiert. So. Und wir sind wieder raus. Und... Sieht aus, ich bin am letzten vom Turm. Yeah! So, zack. Ström ist an. Wahrscheinlich muss ich hier mal wieder schnuffeln. Bin ich hier irgendwo dran? Ah, da oben. Aha! Sehr cool. Zack. So, hier haben wir ein bisschen Licht. Aber auch nichts weiter hier irgendwie versteckt, so wie ich sehe. Okay. Sieht schon so aus hier, ne? Naja. Oh. Knopf nach oben, bitte. You're not all there today, are you? Staring out the window a lot. Yes, I apologize. It's about that cat of yours, Tanya, right? I'm sorry. Hello? Can you hear me? My name is Rosemary James. I need your help. Lucas, is everything all right? Ja, Lucas hat hier doch empfangen, ne? Wenn die Sicherheit wirklich mit allen connecten konnte und da so ein Massenbewusstsein geschaffen hat, irgendwie. Ist ja klar, oder? Du hörst irgendeine Stimme und denkst, was folgt. Guck mal, hier ist die Stadt, da hinten ist der Leuchtturm. Das ist ja Quatsch. Das sind nur Berge. Was soll das für ein Leuchtturm sein? So, where are the stars? Here are the stars. Nine. 5, 4, 7, 3. Okay. Wir sollen den Bunker betreten. Wir haben jetzt den kompletten Code für den Bunker.